Hey, hallo, willkommen. Da sind wir wieder. Und immer noch mit unserem wunderbaren Null-Bar-Pumpe, die dringend mehr Power braucht. Ich könnte jetzt ganz viele DDC-Engines zusammenschließen und gucken, ob da genug rauskommt. Aber nein, ich werde bauen einen Steam-Engine. Na, fast. Wenn ich im richtigen Menü wäre, genau, eine Steam-Engine. Kupfer oder Gold, ist mir egal, habe ich beides nicht. Ein Schaft, ein Kondenser. Guck mal lieber hier rüber. DC Electric Steam Engine. Kondenser können wir schon mal bauen. Wo ist er denn? DC, da, Kondenser, zack. Also den. Vielleicht noch auf den richtigen Platz. Und die Steel-Ingots. Ich weiß nicht, ob einer reicht, aber ich werde mit einem erstmal anfangen, um zu gucken, ob ich überhaupt auf ein bisschen Druck komme. So. Dann brauchen wir noch ein Gear. Kommt direkt drei raus, wie praktisch. Für den Impeller. Und ich glaube, jetzt haben wir alles. Und gehen hier drin. Und wollen einen Steam Engine. Na, wir haben kein Gold. Ja, ich weiß. Sehr verschwenderisch. Sehr, sehr verschwenderisch. Aber wir haben auch keine Schafts. Ah, doch. Onkel ist halt ein bisschen verschwenderisch heute. Ich will das Ding halt haben. Deswegen nehmen wir Gold. Ach, was fehlt denn jetzt noch? Nein, du bist es nicht. Der hier. Cobblestone. Ja, den Schrott, den man eigentlich immer in der Tasche hat. Tun wir ein bisschen Glas weg. So, nächster Versuch. Okay, ich versuche es jetzt selber zu bauen. Ich brauche das. Ich brauche den Impeller. Ich brauche den Schaft. Ich brauche Cobblestone. Ich brauche Gold. Und ich brauche zwei Platten. Das kriegen wir wohl. Ah, gut, damit ist klar, was fehlt. Die Platten. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Also schmeiße ich das Essen kurz nach eurer Seite. Sind alle gemein zu mir heute. Ratatatam. Und das Essen wieder einpacken. Sehr schön. Wir haben einen Steam Engine. So, ein Steam Engine. Das klingt ja schon mal danach, dass der nicht einfach per Knopfdruck angeht und seinen Job macht. Das ist auch so. Der Steam Engine braucht Dampf. Mich krieg. Aber behalten wir trotzdem, schließen wir einfach mit dem anderen zusammen, weil wir jetzt eben Röhren bauen müssen. Wo ist denn die richtige Hacke? Ah, da. Das nervt. Du kommst weg. Du auch. So, der Steam Engine. Jetzt habe ich das Licht abgerissen. Das ist natürlich blöd. Wo ist mein Licht? Da. Der Steam Engine braucht eine Hitzequelle. Und die werden wir ihm geben. In Form von einer stetigen Hitzequelle. Dann möchte der Steam Engine noch irgendwo dran geschraubt werden. Das machen wir auch ganz einfach. So. Und dann braucht er Wasser. Das kriegt er gleich zugeführt von. Ach, das machen wir direkt. Das machen wir direkt. Wo sind meine Pipes? Da. Steam Engine braucht Wasser, denn aus Wasser und Feuer wird Dampf. So der Plan. Nein! Der Tod! Du bist zwar auch ein zauberhaftes Buch, aber ich hätte jetzt gern das andere. So. Jetzt setzt mein Steam Engine hier hin. Und der muss natürlich noch zwei weiter bohren, Schrauben drehen. Wir setzen noch den DC Engine. Ja, genau, spring ins Wasser. Vor lauter Verzweiflung, weil du den DC Engine nicht findest. Den setzen wir hier hin. Dann machen wir den auch direkt an.
Das Geräusch ist doch alles allerliebst. Das wollen wir doch wieder hören. So. Wir brauchen einen Verbinder. Und hier natürlich ein bisschen Feuer. Das mache ich aber erst an, wenn die Pumpe wieder zumindest ein bisschen Power kriegt. So. Dafür müssen wir jetzt diese lustigen drehenden Balken verlängern. Das geht über drehende Balkenverlängerungen. Und drehende Balkenverlängerungen nennen sich Shaft. Die gibt es auch in billig und die werde ich auch in billig bauen. Stone Slabs und Stone Rod. So, und dann brauchen wir einen, zwei Schafte in einen. Einen Shaft Junction. Oh, die gibt es nicht in billig. Schade. Die vereint die Kraft von beiden und dann passt das. Dann fangen wir mit der Junction an. Na, fangen wir mit dem Stone-Kram an. Warum ist meine Tasche schon wieder so voll? Weg damit, weg damit. Stone. Ich hätte gerne... Genau, zwei Stone-Schafte. Und das andere Ding war, glaube ich, so, oder? Nein. Ach, wie war das denn? Gut, dass sich der Onkel überhaupt nichts merken kann. Ist ja gut, ich gucke ins Buch. Lass mich, gemein. Hm. Mist? Nee, nochmal. Ich muss so ein... Okay, wir bauen das so. Das wird schon für Stone auch funktionieren. Ja, das wird mit Stone auf jeden Fall funktionieren. Ach, ist das blöd. Stone Shaft. Ha. Stone Slabs. Ich hab's doch eben noch gesagt. Warum? Egal. Kriegen wir hin. Zack. Sechs Stück. Lüpp. Läuft doch wie geschmiert. Vielleicht muss ich das wirklich da unten machen. Vielleicht muss ich das wirklich im anderen Gerät machen. Ich fühle mich genervt von diesen Regelungen, was man in welchem Gerät... 8 Stück, gut, dass ich nicht 2 direkt gebaut habe. So, und jetzt diese Junction. Dafür brauchen wir wieder ein Dingen. Das haben wir aber nicht mit. Fällt hier nichts raus? Nein, hier fällt nichts raus. Sehr gut. Dann tun wir den Eimer schon mal weg, den werden wir nicht mehr brauchen. Glas brauchen wir auch erstmal nicht. Dann nehmen wir die Gears mit. So, ein Gear... Was? Ach, das kann man wieder hier nicht drin bauen, ne? Manchmal. So, das. Wir brauchen drei Schafte und das Ding ist, dann bauen wir jetzt direkt alle Bauteile. 1, 2, 3. Brauche ich eh ständig. Machen wir nochmal 3. Und. Wahrscheinlich brauche ich auch Taschen wieder voll. Ach, das ist heute nicht mein Tag. So, das Ganze in dem Tisch. 4 und dazu den hier. So, Junction. Danke. Noch ein Blick ins Buch. Wir vereinen die. Zack. Ja, jetzt bauen wir die Maschine. Wir stehen am Maschinenbautisch. Wir haben vergessen, wie das geht. Junction. So, Shaft Junction. Zack. Zack. Fertig. Geht doch. Ja. Es ist schon wieder dunkel. Die halbe Folge ist um. Und was habe ich geschafft? Rumnörgeln und nichts bauen. Yay. Die Sachen bauen wir jetzt. Also. Die Junction soll jetzt diese zwei drehenden, also das dreht nicht, aber die beiden vereinen, dass die Kraft aus beiden Maschinen in diese Maschine fließt. So, dafür muss ich das Ding ein bisschen drehen. Oh, nein. Also Rot muss noch da zeigen, wo es jetzt gerade zeigte. Aber die freien... So muss das aussehen. So. Der dreht sich jetzt aus irgendeinem Grund auch. Hm. Das Wasser ist auch schon da reingelaufen. Sehr schön. Warum dreht er sich? Egal. So, jetzt läuft die Pumpe auch wieder. Natürlich immer noch ohne die notwendige Power, weil da nichts durchläuft. Man sieht ja hier,
wird von zwei Maschinen gepowert, aber nur eine ist an. Wasser ist da jetzt auch drin, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, ist was quasi voll. Und jetzt nehmen wir das Feuerzeug, machen den an. Steht quasi in Flammen. Muss jetzt noch die notwendige Hitze erreichen. Und ja, darauf warten wir jetzt. Da kann ich nutzen, um mal einen Schluck zu trinken. So, die notwendige Hitze ist immer noch nicht erreicht. Das braucht eigentlich auch 200 oder so. Aber das nutzen wir schon mal, um weiterzubauen. Mein Plan wäre, dass ich die Solaranlage irgendwo hier hinsetzen werde wahrscheinlich. Ist halt gerade dunkel und ich weiß, hier wird ein hoher Tower und braucht viele Solarpanels und das Haus im Weg steht. Aufs Dach. Ich hatte schon überlegt, ob ich nicht auf einer Seite einen Turm baue. Da könnte man sich das Wasser jetzt hochleiten, den Turm. Hast du genug Power? Man muss jetzt jeden Moment auch mit angehen. Ja. Und, schaut euch das an. Es ist genug Power da, dass der Sprinkler ein bisschen sprinkelt. Das sieht... Ich glaube nicht, dass das so aussehen muss. Kling, 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 kling. Ja, du drehst mit 256 Rad und du drehst mit 512. Und wahrscheinlich wird das Ding irgendwann zerstören. Hier kommen 16 kW. Ach so. Warte mal. Da kommen 16 an. Wir machen das mal aus. Und bauen es ab. Da kommen es auch zum 16 an. Gut, zwei nicht gleich drehende, schnell drehende Maschinen. Das kann auch nicht funktionieren. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Shift-Klick, so. So funktioniert das. Wunderbar. Wie viel Bar haben wir? 161 Kilobar. Reicht für 2 Meter Range. Das heißt, 2 Blöcke. Das heißt, ja, es funktioniert jetzt, dass er, der Sprengler funktioniert gerade von der Reichweite so sehr, so, dass er wie ein normaler Wasserfleck wirkt, von dem, wie weit er es verteilt. Kann bis zu einer Reichweite von 8 werden. Dann kriegt man schon ein richtig großes Feld gesprenkelt. Ich brauche allerdings keine Reichweite von 8, sondern mir reicht vollkommen 5 für das Feld, was ich verbessern will. Das heißt, so viel Power werde ich gar nicht brauchen. Das Fünffache hiervon. Nein, das Doppelte, Dreifache. 3 so Maschinen würden wahrscheinlich reichen. Ja. Und die läuft jetzt endlos. Die wird bei den 120 bleiben. Das Wasser kriegt sie aus der Pumpe, die sie selber antreibt. Ganz praktisch. Ja, so ist das. Wir haben eine Wasser- und Sprengklerversorgung gebaut. Bin ein bisschen stolz, dass das ja doch noch geklappt hat. Feuer, Feuer. Gut. Ihr seht richtig, wie das Wasser rausgeht und wie die Zahnräder, Dinger, Balken arbeiten. Den bauen wir jetzt ab, den wollten wir hier gar nicht einsetzen. Jetzt geht es nämlich an die Solaranlage. Die würde ich gerne in einem Tower nach oben ziehen. Die kommt auf jeden Fall aufs Dach. Ganz klare Sache. Und damit wir es hinkriegen, bräuchten wir auf jeden Fall noch mehr von den Dingern. Ach, das ist natürlich blöd, weil das Dach anti-spawn-technisch gebaut ist quasi. Das heißt, es besteht nur aus Stairs und Slabs, damit hier nichts spawnen kann drauf. Darauf zu bauen ist also hässlich. Vielleicht mache ich es dann doch auf der Insel da vorne.
Wow, das lässt sich gut abbauen. Fangen wir erstmal an, uns die Teile anzuschauen. Und dann überlegen wir uns das zweimal mit dem Bauen, weil ich glaube, das ist richtig teuer. So, ich habe keine Lust mehr auf das Buch. Wozu habe ich denn diesen lustigen Nei? Ich brauche den Solar Tower. Gut, der ist recht billig. Davon brauche ich Minimum 2, wenn ich es richtig verstanden habe. 5 bis 100 sind viel besser. Und die Solar Mirrors. Brauchen wir erstmal davon ein paar. Linksex, zack. Und die Pipes habe ich noch gut. Dann machen wir uns ein paar Blöcke. Na, ich glaube, ich brauche ein paar mehr. Machen wir 9 noch dazu. Und dann bauen wir das hier. Was fehlt? Eigentlich nichts. Ich habe Base Panels, ich habe Inksacks. Nein. Habe ich die nicht gerade eingepackt? Oder habe ich Kohle eingepackt? Wahrscheinlich hatte ich keinen Platz. Wie so oft. So, versuchen wir es nochmal. Besser. Wieder kein Platz. Fangen wir mit den dreien an. Ich muss mal ein bisschen was abräumen. So geht das nicht weiter. Das muss weg. Das muss weg. Das muss weg. Stone Slab brauche ich auch nicht. Ich lege so gerne ungerne Sachen ab, die ich vielleicht noch brauche. Das weg, das weg. Die stellen wir alle nicht mehr her. So. Dann geht's weiter mit dem Solar Mirror. Der braucht Spiegel, Eisen, Silber und Glas. Silber haben wir genug, Glas haben wir auch genug. Dann machen wir ein paar Spiegel. Ach, das sind, ja doch, das sind Spiegel. Für den Anfang erstmal. Ach, 5 reichen mir für den Anfang. Danke. Aufräumen, sehr schön. 5 Spiegel. Dann brauche ich auch 5 Gears. Davon habe ich gar keins mehr. Ich brauche einen Impeller. Warum habe ich denn noch einen Impeller? Naja, 1, 2, 3. Falsches Gerät. Es bräuchte einen Tisch, der sowohl das eine als auch das andere beherrscht. Dann wäre ich ein viel zufriedenerer Spieler. So, das haben wir. Baseplates 5 und 10 brauchen wir. Wir haben nur noch 4. Das haben wir immer noch nicht genug und wir haben keinen Stahl mehr. Das ging ja doch schneller als erwartet. Hier ist noch Eisen drin. Dann kochen wir das schnell noch. So, dann können wir aber schon mal ein paar bauen wenigstens. Die brauchen auch Stahl. Okay. Und davon brauche ich auch ein paar. Das heißt, ohne den nötigen Stahl wird es hier nicht weitergehen. Also, bevor die nächste Folge kommt, was Rotary Craft angeht, werde ich erstmal eine ganze Menge an Stahl besorgen müssen. Doch mit dem, was wir jetzt haben, machen wir auf jeden Fall ein paar Panels. Das war genug. Ich hätte jetzt gerne Enderperlen und Platz in den Taschen. Ich tue mal meine Backpacks weg. Bin ja eh nur hier. Enderperlen, Redstone und Gold. Gold und Redstone. Ach, das muss sogar hier gebaut werden. Es zeigt mir das Rezept doch an. Das muss aber nicht hier gebaut werden. So, wir brauchen Enderperlen, wir brauchen Redstone, wir brauchen Gold und wir brauchen Stahl. Machen wir erstmal nur so viele.
wie immer diese Platzprobleme. Ja, und dann stellen wir die jetzt her. Gar wieder kein Platz. Es reicht für 3. Gut, Zeug weg. Und ja. Das Aufbauen lohnt sich bei der Menge an Zeug noch nicht. Ich werde mir erstmal noch ein bisschen Stahl besorgen müssen und dann bauen wir demnächst die Solarpanels. Das war's für diese Folge. Wir haben ja ein bisschen was gesprafft. Den Sprenkler haben wir aufgestellt, der hat gesprenkelt und wir haben einen tollen neuen Steam Engine. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.